Nur eine falsche Bewegung und der Mann stürzt von einem der höchsten Gebäude New Yorks in den Tod. Checkerel checkt New York News. Checkerel checkt New York News. Lebensmüde Aktion in New York City auf dem weltbekannten Empire State Building. Der 24-jährige Kriminelle Justin Casqueo klettert ungesichert mit einer Kamera und einer USA-Flagge auf die Antenne des 443 Meter hohen Empire State Buildings. Es besteht Lebensgefahr. Die Antenne wurde nicht für solche Aktionen gebaut und könnte abbrechen. Was, wenn sie durch einen Blitzeinschlag beschädigt ist? Hier oben ist es windig. Nur eine falsche Bewegung und der Mann stürzt von einem der höchsten Gebäude New Yorks in den Tod. 343 Meter. Wenn der Adrenalin-Junkie jetzt abrutscht, dauert es unglaubliche 9,5 Sekunden, bis der Körper mit über 330 km/h auf dem Boden aufschlägt. Durch den langen, freien Fall wird der Körper zum Geschoss und zerfetzt mit einem Knall auf dem Boden. Das Empire State Building steht an der Fifth Avenue, die bekannteste und belebteste Straße in ganz New York City. Bei so einem schrecklichen Wolkenkratzerunfall könnte Justin Casqueo unschuldige Menschen auf der Straße mit in den Tod reißen. Dass sich solche sogenannten Rooftopper für Reichweite und Aufmerksamkeit auf Social Media in Lebensgefahr bringen, ist dumm und bemitleidenswert. Gleichzeitig das Leben anderer Menschen für diese Selbstdarstellung zu gefährden, muss hart bestraft werden. Die Aufnahmen sind spektakulär und haben es auch in dieses Video hier geschafft. Aber wenn 80 Kilo Fleisch mit über 330 Sachen auf einen Kinderwagen krachen könnten, will niemand solche verstörenden Videos sehen aus New York City.